Böhmermann beleidigt Silbereisen nach ARD-Adventsfest, 100.000 Arschgesichter. Jan Böhmermann ist bekannt dafür, vor nichts und niemandem Halt zu machen. Der deutsche Satiriker hat sich jetzt in seinem Podcast an einer Schlagerweihnachtssendung in der ARD abgearbeitet. Das traditionelle Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen, ausgestrahlt am 2. Dezember 2023 auf ARD und ORF 2, hat die Weihnachtszeit feierlich eingeläutet. Seit 1986 ist die Show ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft und lockt jährlich Millionen mit einer Mischung aus Musik, Prominenten und festlicher Stimmung. Zu den Gästen zählten Größen wie Maite Kelly, Ross Anthony, DJ Ötzi, Barbara Schöneberger und Andrea Berg. Silbereisen, der die Show seit Jahren leitet, ist für sein Unterhaltungsgespür und seine charmante Moderation bekannt. Jan Böhmermanns Kommentarpunkt in der Mittwochsausgabe des Podcasts Fest und Flauschig vom 6. Dezember 2023 äußerte sich der Satiriker Jan Böhmermann kritisch über die Show. Er bezeichnete sie als Adventsfest der 100.000 Arschgesichter und kommentierte ironisch über Florian Silbereisens Veranstaltung. Diese Aussage zeigt Böhmermanns typische Art, populäre Kulturphänomene satirisch zu kommentieren, wobei seine Äußerungen oft polarisieren. Alles nur Satire? Böhmermanns Kommentare sind im Kontext seiner Rolle als Satiriker zu sehen, der bekannt ist für seine provokanten und oft kontroversen Aussagen. Während das Adventsfest der 100.000 Lichter ein fester Bestandteil der vorweihnachtlichen TV-Landschaft in Deutschland bleibt, sorgt Böhmermanns scharfe Kritik für Diskussionen über die Show und ihre kulturelle Bedeutung. Das Zusammenspiel von traditioneller Weihnachtsunterhaltung und satirischer Kommentierung spiegelt die Vielfalt der modernen Medienlandschaft wider, in der unterschiedliche Perspektiven und Meinungen aufeinandertreffen. Florian Silbereisen, Entscheidung gefallen, das passiert mit seinen ARD-Shows. In den vergangenen Monaten war Silbereisens Zukunft etwas in der Schwebe, denn bereits zweimal wurden die Vertragsverhandlungen über eine Verlängerung mit dem 42-Jährigen verschoben. Angeheizt wurden die Spekulationen über die Fortführung von Silbereisens Shows durch Äußerungen des MDR-Intendanten Ralf Ludwig, der in einer Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt angedeutet haben soll, dass Kürzungen bei Unterhaltungssendungen bevorstehen könnten. Ludwig zufolge werde der MDR Unterhaltung nicht mehr auf diesem Niveau machen können, wie wir es bisher gemacht haben. Dies berichtete zuerst die Mitteldeutschen Zeitung, MZ. Dies ist offenbar auf den Sparkurs zurückzuführen, dem sich der MDR unterwerfen muss und wegen dem die Sendung eines anderen bekannten Stars bereits aus dem Programm geflogen ist. Obwohl Silbereisen im Jahr 2023 weiterhin die feste Shows und die Schlager-Champions im Ersten moderieren wird, könnte es ab 2025 zu einem Umbruch kommen. Ludwig äußerte gegenüber der MZ die Hoffnung, dass der MDR es 2024 noch einmal schaffen könnte, Inhalte für das Erste zu liefern, aber für die Zukunft sehe es schwieriger aus. Punkt. Nach dem jüngsten Verhandlungstermin, der für den 4. Dezember 2023 angesetzt war, ist bei den Silbereisen-Fans jedoch erst einmal Aufatmen angesagt. Obwohl der MDR sparen muss, plant man weiter mit dem Schlagerstar, denn die bereits im Oktober unterschriebenen Verträge wurden am 4. Dezember mit großer Mehrheit vom MDR-Rundfunkrat bestätigt. Dies berichtet die Bild. Damit laufen die Silbereisen-Shows wie Schlagerboom auch weiterhin in der ARD. Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor, lobte im Anschluss im Gespräch mit der Südwestpresse, die Feste mit Florian Silbereisen sind innovativ und haben es geschafft, zugleich viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen und ihre treuen Fans zu behalten. Der neue Vertrag läuft laut SB bis zum 31. Dezember 2024. Die Schlager-Champions-Show am 13. Januar war laut Informationen der Mitteldeutschen Zeitung bereits länger in trockenen Tüchern. Denn für dieses Event wurde ein gesonderter Vertrag zwischen dem MDR und Florian Silbereisen geschlossen. Jüngst wurden auch Details zu Honorar- und Produktionskosten der Silbereisen-Sendungen bekannt. Punkt. Übrigens, Schlager-Ikone Heino hat nach dem Tod seiner Frau Hannelore Details zu seinem letzten Willen verraten. Großerbe soll dabei nicht sein Sohn werden.